Emsland. Diesmal eben aus, ja, einer größeren Entfernung, aus der Region Hannover entfernt. Ein bisschen Rest, Sonne ist noch da. Das wird sich aber nicht halten. Deshalb mache ich das heute Abend, Samstagabend schon mal vorab. Habt ihr es gehört? Von Holger aus der Steiermark? Bonsai für Anfänger? Ich verlinke euch das. Folgendes. Holger und ich haben uns zusammengetan zu einer Aktion zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe. Die möchten wir euch, ja, in kleinen Schritten zeigen. Im Moment ist es so, es geht um die Filzkirsche, Cunus tomentosa oder japanische Mandelkirsche. Und das wollen wir in zwei Punkten zusammensetzen. Das heißt, einmal mache ich was und einmal macht Holger was. Und am Ende, wahrscheinlich dann im Frühjahr 2024, verlosen wir diese Kombination als Wäldchen, als Gruppenpflanzung mit einer blühenden Frühlingskirsche. Das hat Holger schon angekündigt. Er hat dazu auch schon eine kleine Botschaft von mir bekommen. Und jetzt will ich es auf meinem Kanal auch nochmal öffentlich machen. Und ja, was ist noch zu sagen? Ganz klar, Bodo Schröder wird uns Schalen dazu machen. Und jetzt seid ihr dran. Könnt ihr uns nicht einfach mal ein paar Vorschläge machen? Wie soll so eine Schale aussehen? Ich werde gleich mal ein bisschen was dazu schneiden, was ich schon gezeigt habe aus der Schalenverlosung. Was passt am besten? Was würdet ihr gerne sehen? So, dass wir auch ein bisschen mehr Attraktivität in die Sache kriegen. Schreibt in die Kommentare, was ihr wollt und sagt Bescheid. Wir freuen uns auf jeden Kommentar und auf jede Idee, die dazukommen könnte. Danke! So, jetzt komme ich nochmal ins Bild. Irgendwie kriege ich das mit Verlosung und Versteigerung irgendwie immer durcheinander. Das ist in dem Video, was ich Holger geschickt habe, schon passiert. Es geht um eine meistbietende Versteigerung, die dann stattfindet, wenn die Prunus tomentosa, die Filzkirsche oder japanische Mandelkirsche so weit ist, dass sie ihre Blüten ansetzt. Bis dahin habt ihr die Möglichkeit, die Schalen mitzugestalten. Was heißt mitgestalten? Ich werde mit Bodo in Zukunft sprechen, beziehungsweise ich werde ihn besuchen. Das ist auch noch mal ein kleines Stück zu fahren. Es wird ein bisschen aufwendiger, das Ganze natürlich. Der Zeitraum wird aufwendiger. All das ist eine entsprechende Arbeit natürlich auch. Aber sowohl Holger als auch ich, wir wollen nichts dafür haben. Nur wir möchten gerne, dass so gesteigert wird, dass wir einen satten Gewinn an die Kinderkrebshilfe, an die deutsche Kinderkrebshilfe weitergeben können. Dazu gibt es vielleicht auch noch eine Aufnahme mit Bodo. Wir sehen es später. Es ist vielleicht, ich weiß es nicht. Und ich denke mal,
Wow, es gibt noch ein bisschen Sonne. Bevor es anfängt zu regnen, hier noch einmal so ein bisschen so ein leichter Lichtschimmer. Ja, ich liebe es. Ein bisschen höre ich so in den Blumen hier hinter mir die Bienchen summen. Das ist schon ein tolles Gefühl. Der Frühling ist da. Und so ein bisschen was können wir wohl für die Kinder tun, denke ich. Ciao.